der Norden liest. Jetzt geht's wieder los. Der Auftakt in Kiel heute. Unser Thema in diesem Jahr: Lebensabschnittsgeschichten. Und ich freue mich wahnsinnig, dass Ulrich Tukur heute den Auftakt mit uns gestalten wird. Herr Tukur, Sie haben ein Buch geschrieben. Sie sind nicht nur Schauspieler, Sänger, Musiker, sondern Sie haben dieses Buch, Die Spieluhr, geschrieben. Eine fantastische Novelle, die ich jetzt ganz kurz nicht zusammenfassen kann. Gelingt es Ihnen? Es ist in der Tat wirklich schwer. Es ist, es ist eine Novelle über die Macht der Musik, die Magie der Gemälde. Gemälde werden lebendig, man kann in Gemälde einsteigen, man kann in verschiedenen Seins- und Zeitschichten verschwinden. Gewisserweise schwarzromantisch, wenn man so will. Also düster, magisch, verwirrend, aber auch schön, weil es auch eine Art Lebensmodell ist, in verschiedene Zeiten einfach abtauchen zu können. Ja, ich habe das eigentlich schon immer gepflegt. Das ist ja das Schöne am Leben und das Schöne an der Literatur, dass man mit den Mitteln seiner Fantasie in Zeiten und in Sphären und in Bereiche reisen kann, die man sich schöner gestalten kann, ausstatten kann als unsere Wirklichkeit. Und da kann man machen, was man will. Und das habe ich als Kind schon gepflegt, unter der Bettdecke lesenderweise mit der Taschenlampe. Und das mache ich eigentlich auch heute noch so. Sallet, der Präsident des Conservatoires von Paris, hat das Tribunal davon überzeugen können, dass es eine Sünde sei, eine solche Künstlerin zu enthaupten. Also hat man ein Cembalo in den Saal tragen lassen und sie aufgefordert, ihre Fertigkeit unter Beweis zu stellen. Nun, sie spielte die Marseillaise so rauschend und gewaltig, dass ihr die revolutionäre Meute begeistert zujubelte und auf der Stelle die Freiheit schenkte. Vermutlich hat auch ihre Schönheit ein wenig geholfen. Nur Wilhelm, wäre ich doch nur umgekehrt. Hätte ich nur erkannt, dass Amadei meinen Untergang wollte und ich in mein Verderben lief. Da wurde es plötzlich hell im Raum. Das Gemälde glühte in allen Farben. Die Gestalt der Marquise schien plastisch aus dem Bild herauszutreten und ehe ich merkte, wie mir geschah, hatte ich im Sog einer rasenden Bewegung mein Bewusstsein verloren. Lebensabschnittsgeschichten, unser Thema. In welchem Lebensabschnitt befinden Sie sich gerade? Auf der abschüssigen letzten Ebene. Also ich würde mal sagen, ich habe den Sommer hinter mir und befinde mich jetzt eigentlich in der schönsten Jahreszeit des Lebens oder des Jahres, nämlich dem Herbst, wo die Farben leuchten, wo der Verfall, der nahende Untergang, der heraufziehende Winter sich noch einmal, also wo man das nochmal in den schönsten Farben, das Leben auf Abfahrt ehesten verschwindet und man sich vom Acker machen muss. Hier kann man nochmal richtig feiern. Danke, Ulrich Tukur. Gerne.